Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kuchen- und Bier-Bundle von Böse Onkelz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kuchen und Bier von Böse Onkelz, das Ganze im August 2020 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist ein sehr ungewöhnliches Bundle und zwar ist es kein Bundle zum Album oder zu der Single Kuchen und Bier, sondern es ist mehr so ein Bundle aus dem Fanshop, das sich zusammensetzt aus dem regulären Album Böse Onkelz und einem speziellen Shirt Kuchen und Bier. Ja, im Februar 2020 ist ja das letzte Album der Bösen Onkelz erschienen und zwar dieses hier, Albumtitel ebenso wie die Band Böse Onkelz. Und jetzt im August gab es in ihrem Fanshop eine Aktion, da gab es das Album in diversen Bundle-Zusammenstellungen in Kombination mit einem Shirt. Ja, und zwar konnte man sich das Ganze aussuchen, ob man entweder ein Herrenshirt oder ein Frauenshirt, also so ein Top, haben wollte. Und man konnte auch variieren, ob man das Album auf CD oder das Album auf Vinyl wollte. Ja, die Vinyl besitze ich ja bereits, habe ich euch auch schon in einem Video vorgestellt. Deswegen habe ich mich, wie wir sehen können, auch für das Album in CD-Form entschieden. Das Bundle besteht aus dem Album an sich, hier in einem Digipack und dem Kuchen und Bier Shirt. Ja, hier haben wir noch einen Sticker und zwar lesen wir hier Böse Onkelz Kuchen und Bier T-Shirt Größe M. Darunter noch eine Artikelnummer und ein Barcode. Ja, das Shirt gab es wie gesagt auszuwählen, ob entweder Mann oder Frau. Aber es gab auch das Shirt in allen verschiedenen Größen auszuwählen. Und wie immer habe ich mich entschieden für Größe M. So, das Shirt packen wir nochmal kurz zur Seite. Wir starten wie immer mit dem Album. Und dann schauen wir uns das mal an. Ist in meinen Augen recht ungewöhnlich, also sieht man sehr selten, dass zu einem Album, das schon mittlerweile 6 Monate draußen ist, dass es da noch solche Aktionen gibt, solche Bundles, aber nachdem das Ganze angeboten wurde und ich das Shirt ganz gut fand von der Optik, dachte ich mir, ich stelle das auf jeden Fall mal vor. Ja, wir haben hier ein Digipack des Albums Böse Onkelz. Auf dem Cover haben wir die 4 Herrschaften abgebildet, von links nach rechts. Kevin, Gonzo, Stefan und P. Auf der Seite Böse Onkelz zweimal zu lesen, in der Mitte noch das BO. Und auf der Rückseite die Tracklist. 13 Tracks sind es geworden. Track Nummer 2, der verdankt, oder diesem Track verdankt das Bundle hier seinen Namen, Kuchen und Bier. Dann haben wir den Barcode und die Labels, die daran beteiligt waren. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Dafür, dass das nur, unter Anführungszeichen, das Album beinhaltet, ist es ein sehr dickes Digipack. Hier nochmals ein Foto der 4. Dann sehen wir hier den Himmel. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Also rein vom Digipack ist das schon echt ordentlich. Also es ist sehr dick. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Und es fühlt sich auf jeden Fall sehr stabil und hochwertig an. Hier links nochmal die Übersicht der 4 Bandmitglieder. Dann haben wir hier das Booklet, das wurde hier reingeklebt. Schauen wir uns mal an. So, also ein Foto aller 4 Herrschaften hier vor seiner roten Wand. Dann geht es hier los mit den Lyrics. Also mit dem Track Kuchen und Bier geht es hier los. Und das Ganze ist eben so gestaltet, dass wir einerseits natürlich Fotos haben, aber natürlich auch die gesamten Lyrics zu den einzelnen Tracks hier abgetippt. Und dann kann man das hier wunderbar durchblättern und hat hier zu jedem Song die entsprechenden Lyrics. Ja, wunderbar. Zum Abschluss gibt es noch hier die Doppelseite mit dem Foto und natürlich die Credits zum Album. So, packen wir wieder zusammen. Auf der rechten Seite haben wir dann noch ein Foto und natürlich die Album-CD. Sieht so aus. Schwarz und weiß. Und die findet hier in dieser Form wieder Platz, die CD. So, packen wir wieder zusammen. Also, so viel zum Digipack. Und als zweiten Bundle-Inhalt haben wir dann noch
das Shirt. So, das schwarze Shirt mit dem Schriftzug hier auf der Brust. Kuchen und Bier, sehr farbenfroh das Ganze gestaltet. Auf der Rückseite ebenso farbenfroh und bunt. Onkels, hier so mehr oder weniger Neckprint, also im ja, Nacken-Schulterbereich ist das Ganze dann. Und ansonsten in schwarz gehalten. So, bei diesem Shirt haben wir es zu tun, wie gesagt, mit einem Shirt in der Größe M. Habe ich mir ja ausgewählt. Größe war, wie gesagt, frei wählbar. Und so sieht das hier aus. Seit 1980 Onkels M. Böse Onkels 100% Baumwolle. Ja, jetzt schauen wir nochmal kurz, denn hier unten, das klappert die ganze Zeit so, genau, hier unten haben wir noch so einen Metallteil, der hier reingenäht wurde. Und zwar haben wir hier auch nochmal das BO eingedruckt, eingeprägt und ansonsten, genau, danach habe ich gesucht, haben wir es hierbei zu tun mit einem Continental, na, so, mit einem Continental Shirt. Das Ganze ist von der Fairwear Foundation, 100% Baumwolle und wo haben wir es? Hier oben steht es, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal natürlich das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, gab es einmal in der Männer- als auch in der Frauenvariante und die Größe war auch in beiden verschieden wählbar. Und zum Zweiten haben wir natürlich das Album Böse Onkels im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Ja, das Bundle ist meines Wissens wirklich begrenzt verfügbar, also nur im August gilt diese Aktion. Sprich, es ist, glaube ich, jetzt dann die letzte Woche, wo diese Aktion läuft. Und wenn ihr so ein Bundle noch haben wollt, dann könnt ihr das natürlich im Shop der Bösen Onkels bestellen. Ja, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.